Die Schweriner Schuldenuhr läuft ein klein wenig langsamer. Am Montag erhielt Oberbürgermeister Dr. Rico Bartenschier aus den Händen des Innenministers einen Bescheid über eine Entschuldungshilfe des Landes in Höhe von 8,32 Millionen Euro. Der Bescheid bedeutet, dass wir unsere Altschulden oder dass wir von unseren Altschulden wieder 8,5 Millionen Euro zusätzlich tilgen können, also einen weniger großen Berg vor uns herschieben. Das sind Mittel, die aus dem letzten Finanzausgleichsgesetz des Landes für hochverschuldete Kommunen bereitgestellt wurden. Und Schwerin kriegt davon 35 Millionen Entschuldungshilfe, 8,5 Millionen ab. Das ist schon ein ordentlicher Teil und hilft uns ein Stück weiter in Richtung der Nulllinie. Ja, zum einen sind es unsere beiden kreisfreien Städte. Sicherlich kann man Rostock und Schwerin nicht vergleichen. Das eine ist so die wirtschaftliche Hauptstadt des Landes, das andere ist die Landeshauptstadt mit dementsprechender Verwaltung. Und insofern sind die Voraussetzungen sehr unterschiedlich, aber natürlich sind die Oberzentren bei uns von ganz besonderer Bedeutung und genießen auch unsere besondere Fürsorge, wie man heute wieder merkt. Das Sondervermögen des Entschuldungsfonds beträgt insgesamt 70,23 Millionen Euro. Die Änderungen im Finanzausgleichsgesetz des Landes wurden Anfang dieses Jahres beschlossen.